Hallo und herzlich willkommen zurück zu Landwirtschaftssimulator 2013 im Multiplayer mit David. Servus. So, wir tun hier gerade machen unsere Kühe. Nein, wir machen hier gerade Stroh. So, Moment, wo ist die Arbeitsstellung? Hier ist die Arbeitsstellung. Wir machen gerade Stroh hier oben, das eine Feld. Haben wir schon fertig? Der David ist gerade unten auf dem Feld und presst noch die anderen Ballen. Und wieder einer fertig. Ja. Na, was ist mit dem? Den wollt ihr nicht? Doch. So, ja, Stroh ist etwas mühselig, da ihr ja das Gras also da ihr da eine relativ große Fläche Gras braucht. Heu. Sieh nur Heu. Ja, Gras. Aber erstmal. Ja, aber du sagst immer Stroh. Achso, ja, Heu, das Heu, Entschuldigung. Das Heu ist relativ mühselig, da ihr eine relativ große Fläche Gras braucht, das dann erst mähen müsst, dann zeten müsst, dass es zu Stroh, zu Heu wird. Meine Güte, dass es zu Heu wird und dann noch einen Schwader braucht, um das alles zusammen zu machen. Dann die Ballenpresse. Das seht ihr da, mit David ist die gerade unterwegs. Um die Heu-Dings-Bums-Schwaden halt zu Ballen zu pressen. Ja, die Heuschwaden, das wäre das richtige Wort, oder? Ja, zu Ballen zu pressen. Ja, dann braucht ihr natürlich noch einen Waldsammelwagen, um das alles aufzusammeln. Oder ihr macht es mit einem Frontlader und der Gabel, aber da wünsche ich euch sehr viel Spaß dabei. Das haben wir dieses Jahr einfach mal sein lassen, weil das... Hatten wir, glaube ich, auch letztes Jahr sein lassen. Ja, wir hatten es ausprobiert, weil es gab ja keinen Sammelwagen. Der kam ja erst als Mod. Ja. Also meines Erachtens war das jedenfalls so. Dass der da ja, ist. Ja, das kann durchaus sein. Dass der erst als Mod kam. Ey, diesmal wird er voll. Nee. 16 Stück, exakt. Genau 16 Ballen habe ich jetzt drauf. Achso, 18 gehen drauf. Okay. Dann fast voll. Aber ich krieg auch keinen mehr hin. Nee. Einer bringt ja auch nicht viel. So, da haben wir wieder 16 Heuballen. Die sind nämlich auch schon wieder fast alle hier unten. Mit Stroh sieht es da mal etwas günstiger aus. Da kriegt man mehr zustande. So, da wollen wir die mal abladen. Das sieht gut aus, da lassen wir es fallen. Fertig. Wunderbar. So. Sehr gut. Was machst du jetzt? Kannst du mal runter zum Mais gucken? Mhm. Komm auch gleich. Muss ich erstmal den Hänger einpacken. So, da brauchen wir ja nur noch warten, bis unsere Silage hinten fertig ist. Dann können wir ja schon wieder loslegen. So, den können wir auch wieder abhängen. Und wenn er den nicht dranhängt jetzt? Ach. So, ich stelle mir noch mal gerade eben meinen Timer noch. Das habe ich nämlich vergessen. So.
Ja, ihr seht's, man braucht einiges an Gerätschaften, um Kühe zu bewirtschaften. Um sie gescheit zu bewirtschaften, jedenfalls. So, das haben wir alles. Dann gehen wir mal mit runter zum David. Okay, das Feld ist auch angesät. Das ist sehr gut. Können wir den auch schon mal wieder zurückfahren? Ah, Raps ist auch schon fertig gewesen. So, wie sieht's hier aus beim Getreide? Können wir dann den Gruber schon mal losschicken. Naja, gut. So, ganz losschicken. Oder bleibst du jetzt hier beim Mähdrescher? Ja. Gut, dann schicke ich den Gruber los. Kann ich natürlich, können wir natürlich auch die Sämaschine gleich noch mit hinterher schicken. So, wie viel Mais haben wir denn überhaupt im Lager? Gar nichts, oder was? Mais? Ja, 147 Tonnen, glaube ich. Das stimmt. Das stimmt. Mach Zuckerrüben, wa? Hä? Ich sag, ich mach Zuckerrüben. Ja. Uiuiuiui. Was? Den Mais müssen wir ernten. Machen wir doch. Der verreckt uns sonst. Sieht gar nicht gut aus. Das ist schon dunkelgrün da hinten. Also auf dem Feld hier noch. Ja. Nicht, dass der uns wegfault. Das wäre nicht so schön. Ja, wir hatten es jetzt auch gerade nochmal diskutiert. Oh, diskutiert. Beziehungsweise angesprochen. Sylvie van der Vaar wird sich trennen von ihrem Stecher. Und irgendwie finde ich das toll. Ja, aber... wird ja auch nicht viel bringen. Ey, Kollege. Lecker. So nicht. Was willst du jetzt sagen damit? Na, frag doch mal deine Freundin, was die davon hält. Was meine Freundin davon hält? Hast du den angehalten hier? Wen? Die Sämaschine? Nö. Aha. Warum steht er? Ja, was die davon hält, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Sie könnte es verstehen. Nein, ich weiß es nicht. Sie fände es bestimmt nicht so toll. Aber Sylvie. Es geht um Sylvie. Es geht hier nicht um irgendjemand. Es geht um Sylvie.
Naja, was soll's. Aber ja, wie gesagt, soll ja angeblich die Scheidung vor der Tür stehen oder was weiß ich. Also die Scheidung steht vor der Tür, so wie sie es gesagt haben. Das wird auf jeden Fall feststehen. Weil wohl Silvester ihr Raphael eine geklatscht hätte oder sie irgendwie hingeschubbt hätte oder keine Ahnung. Irgend sowas auf jeden Fall macht man nicht. Böser, böser Raphael. Sollte er wissen. Ja, macht man nicht. Aber wer weiß, was da vorgefallen ist und was es da ging. Keine Ahnung. So auf jeden Fall der aktuelle Stand der Dinge. So, man muss allerdings dazu sagen, wenn ihr den Part sehen werdet, wird es schon nicht mehr aktuell. Ja, wird das Stand wahrscheinlich schon etwas aktueller sein, da wir ja wieder etwas vorproduziert haben. So, David, was ist mit dem Mähdrescher? Achso, der leert gerade aus. Na, es stand schon wieder. Ich hatte noch was anderes getan. Achso. Jetzt will er wohl nicht. Doch, doch, doch. Naja, da kann ja der Raphael van der Vaart jetzt beim Robbie-Boxen mitmachen. Hm. Wenn er so scharf auf Schläge ist. Und Silvi bei Schwiegertochter gesucht. Na, das sind doch nur Ruinen. Das war böse, gell? Ja, das war böse. So, ich weiß nicht, was hat er vom Problem hier? Wer? Na hier, da die Sämaschine. Da zieht eine Bahn und das war's. Oder was? Sieht eine Bahn und das war's. Was jetzt? Kann auch nichts. Auch gut. Sehr komisch. Aber der hängt doch jetzt schon dran an dem Frontlader, oder? Ja. Oh. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Wie viel Heu haben wir denn? Wie viel Stroh haben wir überhaupt noch? Drei. Wenn der voll wird, macht er auch die der Rundumleuchten an, gell? Der ja. Mähdrescher. Das ist natürlich cool. Aber ich weiß nicht, was der hier macht mit seinem scheiß Frontlader. Auf jeden Fall seht er nicht gescheit an. Ich lasse ihn jetzt wieder vorfahren, dann müssen wir halt tauschen. Was ist denn jetzt? Das ist doch kacke. Glaube ich, was da für Probleme hat. Geschwindigkeit etwas zurücknehmen vielleicht. Was? Ich glaube, war der jetzt ernsthaft nicht weitergemacht, weil die Schaufel nicht ganz oben war. Das war ja der Hohn. Auch nichts gesehen hat, oder? Keine Ahnung. Ah, geil.
Wahrscheinlich. Irgend sowas auf jeden Fall. Er hat auf jeden Fall nicht weitergemacht. Jetzt habe ich die Schaufel ganz hoch und das auf immer weitergefahren. Komischer Verdächtiger. Na, mal gucken, wie es jetzt hier hinten wird. Gut, jetzt macht das. Ich kipp den gleich mal aus, Mais. Jo. Geht ja eh nicht alles rein. Sehr gut, der ist wieder leer. Upsala. So, da klingelt auch der Timer. Das heißt, wir haben noch ein paar wenige Minuten. Schon wieder voll. Der Kubert hier brav. Oh. Steht da wieder weg. Meine Güte, ey. Da macht's aber spannend mit seinem scheiß Mähwerk. Ah ja, ist ja gut. Würde ich ja nicht überfahren. Danke. Entschuldigung, da bin ich wohl ins Gruberwerk geraten. Oh, der ist schon wieder voll. Oh Mann, ey, da regt mich was auf, der mit seinem blöden Mähdrescher hier. Voll. Bleibt natürlich mitten im Weg stehen. Nein. Ja. Wisst ihr, was wir noch machen? Nee. Kaufen wir uns noch einen dicken fetten Flug und eine dicke fette Sämaschine. Das könnten wir machen, ja. Ganz groß. Sämaschine. Ha? 15 Meter breit, ja. 155.000. Uiuiui. Können wir aber machen. Könnten wir die andere dann verkaufen, wa? Mhm. Gut verkaufen, im Endeffekt brauchen werden wir sie wahrscheinlich so oder so. Moment. Oh, die sollte auch grober. Ja. Gut möglich. So, schauen wir noch mal kurz.
Und den Crewboard müssen wir hier hinten wohl gucken. Seemisch Flug. Ah, der größte Flug macht 4,20 Meter, gell? Hm. Ist halt nicht viel. Weil du sagst, wir kaufen uns einen Flug. Nee, ich mein Gruber. Ein Gruber, großen Gruber, ja, das können wir machen. Ja, aber den hast du nicht mehr drin. Doch. Nein. Ist nur noch der drin, der schon hier hinten dran hängt. Ach so. Und noch einer. Ja, aber der ist ja noch kleiner als der hier. Was hat denn der von der Breite? 9 Meter? 9 Meter noch was. Na gut, den können wir uns ja nochmal runterladen. Ja, klar. Ich glaube nicht, dass es an dem lag. Meiner Meinung nach. Ja, da bräuchten wir aber erstmal Kohle. Ja. Hart verdiente Kohle. Dann müssen wir ja auch noch 200.000 Kredit zurückzahlen, ey. Müssen wir auch irgendwann mal. Na gut, das heißt, das hat auf jeden Fall erstmal keine Priorität. Die kosten uns 500 am Tag. Ja. An Zinsen, das ist nicht so viel. Würdest du einen Kredit von 200.000 annehmen, wenn du 500 pro Tag zurückzahlst? Pro Tag nicht, nein. Das ist schon krass, oder? Das ist ja unrealistisch. Aber naja, gut, hier geht's halt nur nach Tagen. Na gut, das war's. Was sagst du? Wenn ich mir 500 pro Tag leisten könnte, bräuchte ich den Kredit nicht. Nee. Nee, stimmt. Dann würdest du ja bei 20 Arbeitstagen 10.000 verdienen. Ja. Nettes Nebeneinkommen. Da hab ich. Tja. Hoch. Ja, das stimmt. Das wäre ein gutes Nebeneinkommen, auf jeden Fall. Das Haupteinkommen. Ja, auch. So, na gut, wir sind auf jeden Fall erstmal wieder am Part Ende. Das war's erstmal wieder gewesen. Wenn es euch gefallen hat, schaut mal auf dem Kanal vorbei, abonniert oder lasst einen Kommentar oder einen Daumen da. Wir würden uns freuen. Und wir wünschen euch natürlich noch einen schönen Tag und sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss.